Und da sind wir wieder zurück bei Star Wars Knights of the Old Republic. Frisch freigesprochen vom Einbruch in die Sith-Basis, auch wenn wir ein bisschen lügen mussten, aber hey, wir sind raus. Das ist es, worauf es ankommt. Und ja, dann schauen wir uns hier am besten mal ein bisschen um. Du hast einen Namen, mit dir rede ich. Elora. Lee, du bist es, ich. Du redest mit mir, oder? Elora? Oh mein Gott. Woher weißt du, dass ich Kashyyyk verlassen habe? Ich wusste es nicht. Du stehst vor ihr. Niemand wusste, wo du bist. Nicht einmal Sunri. Aber die Selkas sprachen von dir und deinen Freunden. Die Macht hat euch hergebracht, um uns zu helfen. Warum? Aus welchem Grund, Liebste? Es ist furchtbar, Yuli. Sunri wurde verhaftet. Die Sith beschuldigen ihn des Mordes. Mord? Aber wie? Es ist alles ein Missverständnis, Yuli. Sunri ist kein Mörder. Jemand hat ihn reingelegt. Beruhige dich, Elora. Wo ist Sunri jetzt? Sunri wird im Gefängnis der Selkas festgehalten. Niemand darf zu ihm. Bitte sprecht mit den Richtern. Vielleicht hören die Selkas auf euch. Keine Sorge, Elora. Wir gehen der Sache nach und helfen Sunri. Irgendwie. Okay, Sunri war der, der... Also der Mord im Hotel, ne? Der Verdächtige hieß Sunri. Das ist also ihrer. Okay, ja gut, dann gehen wir doch direkt mal zurück zu den Richtern, oder? Und fragen, ob wir da ermitteln dürfen oder so, oder was es denn da gibt. Vielleicht können wir ja als Schlichter auftreten. Ich meine, fähiger als dieser Fischkopf sind wir. Die Republik respektiert den Frieden in Eto City, euer Ehren. Aber die Sith sind ein gewalttätiges Volk. Drei meiner Soldaten liegen auf der Krankenstation. Wären eure Soldaten nicht so unfähig, wären sie jetzt nicht verwundet. Soll ich meine Soldaten etwa bestrafen, weil sie einen fairen Kampf für sich entschieden haben? 6 gegen 3 haltet ihr für einen fairen Kampf? Die Sith sind Feiglinge, die nur angreifen, wenn sie in der Überzahl sind. Die Empörung der Republik ist mir wohl bekannt, doch alle Zeugen haben glaubhaft versichert, dass auch eure Soldaten gewaltbereit waren. Sie wurden provoziert, euer Ehren. Die Sith haben diesen Kampf herausgefordert. Drohungen stellen in den Augen dieses Gerichts keine ausreichende Provokation dar. Worte kann man ignorieren. Genau das hätten eure Männer tun sollen. Die Republik und die Sith tragen zu gleichen Teilen die Schuld an dieser Störung der offensichtlichen Sicherheit und Ordnung. Ich sollte alle Beteiligten einsperren. Da jedoch kein Selkar verletzt wurde, werde ich gegen eine Zahlung von jeweils 10.000 Credits Gnade walten lassen. Die Sitzung ist geschlossen, aber ich warne euch. Zukünftig wird das Gericht nicht so nachsichtig urteilen. Okay. Tja, passiert, eh? Hi. Ich bin Richter Shelka. Ich handle im Namen der Selkard-Regierung von Mana. Es ist meine Aufgabe, die Fragen der Bürger der Republik und der Sith zu beantworten. Ich bin die Ansprechperson im Fall einer Klage gegen die jeweils andere Partei. Bevor ihr jedoch eine formelle Anzeige erstattet, solltet ihr euch mit eurer Botschaft verraten. Habt ihr mir etwas zu sagen, Republikaner? Ich würde gerne den Mordfall untersuchen, in den Sunri verwickelt ist. Das ist akzeptabel. Nach geltender Rechtslage hat ein Angeklagter das Recht, zum Nachweis seiner Unschuld einen Schlichter zu bestellen. Dieser Schlichter muss neutral sein. Er darf Nachforschungen anstellen, Beweise vorlegen und den Angeklagten vor Gericht vertreten. Da ihr ein Jedi seid, nehme ich an, dass ihr diese Rolle angemessen ausüben werdet. Ich fürchte, du bist Sunris einzige Chance. Wir müssen es wenigstens versuchen. So sei es. Ich ernenne euch zum Schlichter im Fall Sunri gegen das Sith-Imperium. Ich informiere euch nun über die relevanten Fakten. Ihr habt nicht viel Zeit, diesen Fall zu untersuchen und eine Verteidigung für eure Mandanten auszuarbeiten. Ich rate euch, eure Zeit sinnvoll zu nutzen. Sunri wurde beim Verlassen des Hotels beobachtet, indem man später die Leiche einer Sith, Elassa Huros, fand. Er steht unter Mordverdacht und ist in Eto City in Haft. Aufgrund seines Zustandes wurde er in eine Einzelzelle gesteckt. Mehrere Zeugen haben den Mord beobachtet und warten am Tatort auf den Beginn der Verhandlung. Der Hotelmanager wurde bereits über euer Eintreffen informiert. Elassa wurde durch eine Blasterwunde getötet und man fand eine Medaille der Republik in ihrer Hand. Alle weiteren Informationen wurden bereits auf euer Datapad übermittelt. Ich rate euch, vor dem Beginn der Verhandlung alle Informationen zu prüfen. Ihr könnt Sunri und die Zeugen befragen. Die Beweise sprechen eindeutig gegen Mr. Sunri. Es wird nicht einfach sein, seine Unschuld zu beweisen. Ja, die Beweise sind fast zu eindeutig. Findet ihr nicht? Sehr verdächtig. Ihr könnt auch die Richter befragen, um euch ein Bild von der Beweislage zu machen. Da dies euer erster Fall ist und ihr ein Außenweltler seid, möchte ich euch viel Glück wünschen. Ja, cool, danke.
Okay, wir sind jetzt also nicht mehr Detektiv, sondern auch Anwalt. Dann würde ich sagen, gucken wir doch direkt mal in das Datapad und schauen mal, was da an Informationen drin stand. Wenn wir es dann finden. Irgendwo muss es kommen, gleich hier. Gunhans Tagebuch? Nein, das ist was anderes. Sternkarte Kashyyyk. Ah, schön, da haben wir nichts. Dann vielleicht im Tagebuch? Okay, macht nur mit den Richtern gesprochen, das haben sie diese zum Schlichter ernannt. Ah, hier. Sunry wurde von Ignos, dem Besitzer des Hotels, beim Verlassen des Hotels beobachtet, kurz nachdem dieser einen Blasterschuss gehört hatte. Der Zeuge hat Sunry anhand seiner Gehbehinderung, einem Andenken an die Sith-Krieger, eindeutig identifiziert. Wenig später fand man in einem der Hotelzimmer eine tote Sith namens Elassa. Diese hatte eine republikanische Kriegsmedaille in der Hand. Neben dem Hotelbesitzer gibt es zwei weitere Zeugen. Glupor, ein Rodianer, der sich zur Tatzeit im benachbarten Zimmer aufhielt, und ein gewisser Firit Me. Letzterer gilt als notorischer Spieler und war ebenfalls in der Nähe des Tatorts. Ihre Aussagen decken sich mit den Ausführungen des Hotelbesitzers. Er ist schlecht. Das ist immer schlecht, wenn alle sich einig sind. Gut, wer jetzt im schüchternen Fall Sunry ernannt wurde, werde ich euch Rede und Antwort stehen. Was haltet ihr von Sunry? Sunry ist ein ehemaliger Offizier der Republik, der bei eurem Volk hohes Ansehen genießt. Auch hier auf Manaan. Anscheinend unterhält er immer noch Beziehungen zu seinen ehemaligen Vorgesetzten. Wenn er wirklich noch so einflussreich ist, wie einige republikanische Bürger glauben, könnte er tatsächlich etwas mit dem Mord zu tun haben. Habt ihr noch weitere Fragen? Gibt es irgendwas an dem Fall, was euch komisch vorkommt? Eines habe ich mich oft gefragt. Wenn Sunry unschuldig ist, warum ist er dann vom Tatort geflohen? Warum sollte er fliehen, wenn er den Mord weder selbst begangen hat, noch über die Tat Bescheid wusste? Meines Erachtens ist der Fall klar, aber ihr Republikaner haltet zusammen. Und ich vermute, dass ihr alles tun werdet, um Sunry zu verteidigen. Was wollt ihr sonst noch wissen? Das war's, danke. Okay, ich nehme an, die werden uns alle das Gleiche sagen. Oder was Ähnliches zumindest. Von daher würde ich sagen, gucken wir uns doch direkt mal an. Also, vielleicht können wir mit Sunry selbst reden. Der muss ja hier irgendwo dann eingesperrt sein, weil alles andere haben wir ja schon gesehen. Und da hinten. Und dann gehen wir zurück zum Hotel und befragen mal die Zeugen. Mensch, ich möchte mit euch sprechen, wenn ihr Zeit habt. Okay. Seid mir gegrüßt, Mensch. Ich heiße Nilko Baas. Ich hoffe, das gefällt euch hier in Atto. Unsere schwimmende Stadt ist wunderschön, nicht wahr? Es ist ein wahres Wunder, dass ich hier schauen darf. Ihr seid zu großzügig, Mensch. Die Schönheit von Manaan ist sehr verletzlich. Unser Ökosystem ist komplex und empfindlich und ich fürchte um meinen Planeten. Wovon redet ihr? Es gibt etwas, um das ich euch bitten möchte, Mensch. Jedi. Ich fürchte, ich kann mich an sonst niemanden wenden. Und was soll ich tun? Ihr könnt euch sicher sein, ihr werdet reich entlohnt werden, Mensch. Ich benötige nur Informationen, sonst nichts. Die Republik heuert Söldner an, viel mehr Söldner als üblich. Nach dem jüngsten Zwischenfall in der Sith-Basis fragt man sich schon so einiges. Als Regierungsbeamter der Selkat ist das für mich sehr besorgniserregend. Ich will wissen, wodurch diese Änderung in der Politik der Republik bedingt ist. Wodurch bedingt? Okay. Warum benötigt ihr mich dafür? Ich kann sonst niemandem vertrauen. Die Republik möchte offenbar ihr Geheimnis wahren. Ich habe schon oft nachgefragt, wurde aber stets abgeschmettert. Den Sith kann ich auch nicht vertrauen, um eine genaue Beschreibung der Geschehnisse zu erhalten. Sie würden nur die Wahrheit verdrehen, sodass es ihnen zum Vorteil wird. Und die Söldner sind sich des hohen Solls, den ihnen die Republik zahlt, wohl bewusst. Sie würden sicherlich über nichts berichten, das die Zahlung auf ihre Konten gefährden könnte. Findet heraus, was hinter der Aktion der Republik steckt, und ich werde euch 500 Credits bezahlen. Die Republik würde sich nie an illegalen Aktivitäten beteiligen. Aber gut, wenn dieser Selkath besorgt ist, können wir der Sache nachgehen. Vorsichtig, Kindchen. Wer seine Nase in anderer Leute Angelegenheiten steckt, findet nicht immer, was er sucht. Bitte versucht, die Antworten zu finden, die ich suche. Findet heraus, warum die Republik so viele Söldner anheuert und wohin diese verschwinden. Findet heraus, warum sie nicht zurückkehren. Okay, können wir machen, ja. Ja, kann ich was bitten? Hallo? Okay. Ich kümmere mich darum, Niklos. Sobald ihr Informationen habt, kommt zu mir zurück. Ihr könnt mir glauben oder nicht, aber ich bin ein Freund der Republik.
Wie auch immer die Wahrheit aussieht, ich werde alles tun, um die Interessen der Republik und natürlich die Interessen der Selka. Da hat was gefehlt. Okay, wahrscheinlich war es zu lang. Interessant, dass es dann einfach so gecuttet wurde. Ja, gut, es sieht offenbar nicht aus wie der Knast hier, ne? Du hast einen Namen. Ich hoffe, ihr seid hier, um Pasag zu spielen. Oh, schon wieder so ein Pasag-Spieler. Ich komme ja nicht hierher, um angeregte Gespräche zu führen. Kann ich euch ein paar Fragen stellen? Ich bevorzuge es ja, mir meine Credits beim Spiel zu verdienen. Aber ich will doch keine Gelegenheit verpassen. Vielleicht bringt uns das ja beiden etwas. Okay, wisst ihr, warum die Republik in letzter Zeit so viele Söldner anheuert? Hey, da hätte ich eine Idee. Warum fragt ihr nicht die Söldner selbst? Oder noch besser, geht doch zur Botschaft und fragt die Republik. Habt ihr jetzt genug von meiner Zeit vergeudet? Oder habt ihr noch mehr Fragen? Nee, danke. Ich gehe. Also dann, verschwindet endlich. Bist du ein Arschloch? Okay, Etorianischer Söldner. Bis vor kurzem hat die Republik noch jeden genommen. Neuerdings brauchen sie leider keine Söldner mehr. Schade. Ich hätte das Geld gut brauchen können. Okay, jetzt nehmen sie wohl doch keine mehr. Wenn du mich anheuern willst, ich bin nicht interessiert. Ich habe jetzt schon zu viele Angebote. Frag doch den eridorianischen Bastard an der Bar. Oder den Echani da drüben in der Ecke. Okay. Was habt ihr gegen die Echani und die Iridorianer? Nichts. Abgesehen davon, dass die Waffen der Echani sogar für einen Mandalorianer zu klein wären. Diese Bastarde ziehen ohne Rüstung in die Schlacht, damit sie schneller fliehen können. Aber die Echani sind immer noch besser als die Iridorianer. Diese blutrünstigen Wilden hacken noch auf dir herum, wenn du längst tot am Boden liegst. Ich habe sogar gehört, dass sie sich im Blutrausch gegenseitig umbringen. Würdest du mit diesen Verrückten arbeiten? Da arbeite ich lieber alleine. Jobs gibt's ja mehr als genug, seit die Republik wie verrückt Söldner rekrutiert. Okay, und warum heuert die Republik so viele Söldner an? Das sagen sie nicht. Aber der Sold ist okay. Allerdings ist bis jetzt noch keiner zurückgekommen. Der Job ist wohl nicht ungefährlich. Okay, wisst ihr was über den Mord an Elassa? Nicht viel. Anscheinend hat sie ein Held der Republik umgelegt. Hör dich doch mal in der Botschaft um. Wisst ihr etwas über die alten Ruinen oder eine Sternkarte? Wenn es hier jemals Ruinen gab, sind sie längst im Ozean versunken. Okay, ich muss jetzt gehen. Ja, und? Was geht mich das an? Wenn du gehen willst, dann geh einfach. Nein, bist du freundlich. Seid gegrüßt, Mensch. Mein Name ist Shaelas. Ich habe gehört, dass ihr an dem Zwischenfall der Sith-Botschaft beteiligt wart. Ist das wahr? Das ist alles irgendwie nicht wirklich diplomatisch. Die Sith sind eine Geißel für die ganze Galaxis, sag ich jetzt halt einfach mal. Auch wenn ich jetzt gerade freigesprochen wurde, aber ich habe ja nicht gesagt, dass ich die Sith mag. Ne? Ich habe in der Verhandlung nie gesagt, dass ich die Sith mag. Und ich mag sie nicht. Also die Sith sind eine Geißel für die ganze Galaxis. Obwohl wir wenig gemeinsam haben, Mensch, teile ich eure Abmerkung gegenüber den Sith. Sie haben meiner Familie großen Schmerz zugefügt. Ich bin kein Narr. Ich weiß, dass die Sith unsere Gesetze weniger respektieren als die Republik. Wenn es nach mir ginge, würden wir die Republik gegen Malak unterstützen. Aber leider sind mir die Hände gebunden. Ich weiß, dass die Sith böse sind und ich habe Angst vor dem, was sie meinem Volk antun werden oder bereits antun. Wovon redet ihr? Viele Selkath sind verschwunden, Mensch. Die meisten von ihnen waren Jugendliche, die diesen Planeten einmal führen sollten. Auch meine eigene Tochter, Shaza, ist verschwunden. Seit die Sith hier sind, verschwinden unsere Töchter und Söhne. Das kann kein Zufall sein. Die Sith führen etwas Böses im Schilde, Mensch. Ich fühle es. Wir haben doch in der Sith-Basis Selkath gesehen, ne? In dem Raum, in dem wir nicht reingekommen sind. Ist das die Quest? Ist das die verdammte Quest, die mir den Zugang in den Trainingsraum jetzt ermöglicht? Okay, ihr möchtet, dass ich untersuche, was es mit dem Verschwinden von Selkath auf sich hat? Ich gebe euch 500 Credits, wenn ihr herausfindet, was mit meiner Tochter und den anderen jungen Selkath passiert ist. Das ist nicht viel, aber ich habe keine offizielle Befugnis in diesem Fall und mein Privatvermögen ist begrenzt. Ihr seid meine einzige Hoffnung. Die Agenten der Republik werden von den Sith beobachtet und die Regierung von Atto City unternimmt nichts, solange es keine Beweise dafür gibt, dass die Sith etwas mit den Vorfällen zu tun haben. Ich werde dieses mysteriöse Verschwinden aufklären, Shaelas. Ich weiß nicht, wo ihr mit eurer Nachforschung beginnen solltet, aber vermutlich haben die Sith Hintermänner. Vielleicht wissen die Außenweltler der Söldner ein klarer etwas. Informiert mich, sobald ihr etwas herausfindet, Mensch. Wenn ihr mir sagt, was mit meiner Tochter und den anderen jungen Selkath passiert ist, bekommt ihr euer Geld. Okay. Ich
vermute mal, wir müssen hier trotzdem noch... Ah, guck mal, Sith Unterhändler. Ich unterhalte mich nicht mit Freunden der Republik. Habt ihr verstanden? Okay, Ich unterhalte mich nicht mit Freunden der Republik. Habt ihr verstanden? Okay, ich kann gar nicht mit ihr reden. Ich habe nicht so. Feuert ihr Leute im Namen der Republik oder der Sith an? Weder noch. Warum vergeudet ihr dann meine Zeit? Ihr lässt sich gutes Geld verdienen. Und ich kann es mir nicht leisten, ein Jobangebot zu versäumen, nur weil ich mit euch quatsche. Halleluja, sind ihr alle glücklich hier. Duan hat einen Namen? Jetzt hört mal zu, Lady. Wir Sith sind nicht hier, um Freundschaften zu schließen. Lasst mich also einfach meinen Drink in Ruhe genießen. Okay, okay, okay. Und Viglo? Was? Ihr seid neu hier, was? Ich heiße Viglo. Ihr seht nicht wie dieser Abschaum von der Republik aus. Und ihr gehört auch nicht zu uns Sith. Also, dann, was bringt euch nach Mana an? Ich untersuche den Mord, der sich hier kürzlich zugetragen hat. Ich hoffe, die Selkath rösten Sanri für das, was er getan hat. Elassa hat wirklich toll ausgesehen. Und niemand eliminiert eine Sith und kommt ungeschoren davon. Doch darüber möchte ich momentan nicht sprechen. Ich bin eigentlich nur hier, um mir ein paar Drinks zu genehmigen und mich ein wenig zu entspannen, wisst ihr? Okay, warum sind die Sith so an den jungen Selkath interessiert? Wir Sith interessieren uns für die verschiedensten Dinge. Und ihr werdet gut beraten, eure Nase nicht in unsere Angelegenheiten zu stecken. Doch darüber möchte ich momentan nicht sprechen. Ich bin eigentlich nur hier, um mir ein paar Drinks zu genehmigen und mich ein wenig zu entspannen. Okay, das sagt er schon zum zweiten Mal. Ich suche nach alten Ruinen oder einer längst in Vergessenheit geratenen Sternenkarte. Gehört ihr zu den Geschichtsforschern oder was? Ihr solltet in die Zukunft blicken und euch nicht mit der Vergangenheit befassen. Deswegen habe ich mich ja auch den Sith angeschlossen. Und dann lande ich hier auf Manaan, dem miesesten Posten in der ganzen Galaxis. Es ist hier nicht gerade einfach, wisst ihr? Die ganzen Soldaten der Republik treiben sich hier herum. Und wir müssen rumsitzen und können nichts tun. Malak sollte eine Flotte schicken und den ganzen Sektor erobern. Kolto oder kein Kolto. Doch darüber möchte ich momentan nicht sprechen. Okay, okay, okay. Da kann ich nichts mehr fragen. Ich verstehe. Ich war ein wenig zu direkt und jetzt nehmt ihr mir das übel. Hey, da fällt mir was ein. Wenn ich sage, ihr habt einen wunderschönen Körper, würdet ihr es mir übel nehmen? Barkeeper? Was? Offenbar habe ich die Lady beleidigt. Bringt mir noch eine Runde, damit ich meine Sorgen im süßen Nektar des Selkath-Volkes ertränken kann. Du bist awkward. Kann ich deinen Drink irgendwie mit irgendwas versetzen? Seid gegrüßt, Mensch. Obwohl die Sith hier auf Manaan einige Rückschläge hinnehmen mussten und ihnen die Waren ausgehen, kann ich euch versichern, dass ich immer haben werde, was ihr benötigt. Ich möchte ein paar Fragen stellen. Ich habe keine Zeit für lange Gespräche, Mensch. Ich muss mich um meine zahlenden Kunden kümmern. Okay, ich würde gerne sehen, was ihr auf Lager habt. Ich bin sicher, dass euch die Qualität meiner Waren zufriedenstellen wird. Kann ihm leider nichts in den Drink kippen. Okay. Gut. Keine Ahnung, was der von mir wollte. Mal kurz schauen. Da hinten war ich noch nicht. Stadtmitte. Untersuchungszelle. Ah, da möchte ich hin. Das heißt, es ist nicht der Weg hier nach links, sondern es ist da. Selkath-Wache. Vielleicht lässt er uns ja zum Naki. Schlichter haben freien Zutritt, die Türen sind nicht verschlossen. Wenn ihr den Prozess eröffnen wollt, stellt beim Wärter einen Antrag. Er wird an die Richter weitergeleitet. Okay. Dann rede ich doch mal mit... Wer bist denn du? Gefangener? Okay. Ist mir egal. Das ist der Wärter. Ne, ich rede erstmal mit Sanri. Jolie, was machst du denn hier? Elora schickt mich, Sanri. Ich hol dich hier raus, okay? Das Gericht hat uns zu deinen Schiedsmännern ernannt. Wie in alten Zeiten, was, Jolie? Du tauchst aus dem Nichts auf, um mir den Arsch zu retten. Du hast mir auch schon ein paar Mal das Leben gerettet, alter Freund. Vergiss das nicht. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Konzentrieren wir uns lieber auf den Fall. Das Ganze ist eine Verschwörung. Alle Beweise sprechen dafür. Dachte ich jedenfalls. Tja, aber die Selkath sehen das offensichtlich anders. Es gibt keine Zeugen und gegen mich sprechen nur Indizien. Und die sind gefälscht. Gehen wir doch mal die Beweise durch. Ja, ich war in dieser Nacht im Hotel und ich habe mich dort mit Elassa getroffen. Aber es ist nicht so, wie ihr denkt. Ich habe für den Geheimdienst der Republik gearbeitet und die Sith mit Informationen versorgt. Gleichzeitig sollte ich Elassa abwerben. Alles lief gut, bis sie plötzlich ermordet wurde.
Vielleicht haben die Sith gemerkt, dass ich sie abwerben wollte. Aber bleiben wir doch einfach bei den Fakten. Elassa wurde brutal ermordet. Sie war eine kampferprobte Sith. Und ich bin nur ein alter Krüppel. Ich humple und habe Probleme, etwas festzuhalten. Seht ihr, wie meine Hände zittern? Wie sollte ich im Nahkampf eine Sith-Kriegerin überwältigen? Zweitens, angeblich haben sie mein Heldenkreuz am Tatort gefunden. Warum sollte ich meinen Orden zurücklassen? So dumm bin nicht einmal ich. Offenbar haben die Sith das Kreuz dort versteckt. Und warum gibt es keine forensischen Beweise? Haut- und Haarproben, Kleidungsfasern? Weil die mich reingelegt haben. Deshalb erkennt ihr nicht, wie die Sith die Selkath und vermutlich auch euch manipulieren? Wir müssen meine Unschuld beweisen, und zwar so schnell wie möglich. Kann ich sonst noch was für euch tun? Mein Schiedsmann soll gut auf den Prozess vorbereitet sein. Okay, es gibt da ein paar Dinge, die wir klären müssen. Stellt eure Fragen, ich habe nichts zu verbergen. Er hat gemeint, es gibt keine Zeugen. Die Richter sagen, ihr seid geflohen, nachdem der Schuss gefeuert worden war. Woher wollen die das wissen? Die waren doch gar nicht dabei. Einige Zeugen behaupten das auch. Aber ich schwöre euch, dass sie noch lebte, als ich ging. Vielleicht haben die Sith die Leute unter Druck gesetzt, damit sie mich belasten. Wundern würde mich das nicht. Die sind schon seit dem Krieg hinter mir her. Sprecht mit den Zeugen. Vielleicht geben sie zu, dass sie von den Sith erpresst wurden. Okay, ich muss den Fall noch weiter untersuchen. Habt ihr Vorschläge, wo ich beginnen könnte? Ja, mit den Zeugen sprechen. Ich schlage vor, dass ihr die Zeugen am Tatort befragt. Das haben die Selkas zwar schon getan, aber die Fischleute sind bei den Fremden hier nicht gerade beliebt. Vielleicht hat einer von ihnen etwas verschwiegen. Ich denke, es wäre besser, wenn ihr die Sith selbst unter die Lupe nehmt. Vielleicht könnt ihr beweisen, dass sie das Heldenkreuz am Tatort versteckt haben. Allerdings müsst ihr dazu irgendwie in ihre Botschaft kommen. Kann ich sonst noch was für euch tun? Mein Schiedsmann soll gut auf den Prozess vorbereitet sein. Okay, ich muss jetzt gehen. Okay. Ich nehme an, dass ihr vor dem Prozess noch einiges erledigen müsst. Wenn ihr genug Beweise für meine Unschuld habt, sagt dem Aufseher, dass wir bereit sind. Je früher ich aus dieser Zelle komme, desto besser. Okay. Das heißt, wir müssen eh nochmal an die Sith-Basis zurück, weil wir da noch irgendeinen Beweis für seine Unschuld suchen müssen. Deswegen möchte ich gern die Quest von der verschwundenen Selkath noch ein bisschen weitermachen, bis wir da auch an die Sith-Basis müssen. Und ja, ne? Gut, aber dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle mal einen Schnitt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.